Willkommen zu einer neuen Runde. Let's battle. Oh Gott. Das fängt schon super an. Also, das Spiel heißt MX vs. ATV Reflex. Das Spiel, wo der Westers hier zum ersten Mal bei mir im Let's Battle mit dabei war. Genau. Und da haben wir uns mal gedacht, ne? Könnte man ja mal wieder machen. Das Battle besteht nicht daraus, sich gegenseitig die ganze Zeit einzufahren, sondern es gibt natürlich vernünftige Rennen. Was? Ja, wirklich. Bist du sicher? Ja, eventuell. Unter ganz gewissen Umständen. Mach ja? jetzt hier die. Sollen wir da mal loslegen? Super Mega Tricks. Die wir überhaupt nicht drauf haben. Überhaupt nicht. Ja, klar. Okay. Na dann. Los. Ich hab voll auf die Fresse gelegt. Ach Gott. Ich hoffe, man versteht dich jetzt auch besser als beim ersten Mal damals. Stimmt nicht. Ich glaube auch nicht. Das wird so episch. Was wird denn das jetzt für eine scheiß Runde hier? Ich ahne Schlimmes. Oh ja. Ramm mich nicht hier! Es ist nicht wahr hier! Das ist Schiebung! Was ist Schiebung? Das Schiebung? Na klar! Erzähl doch nichts! Faire Mittel! Faire Mittel! Mit dem Motorrad gegen Motorrad! Hier wird Let's Battle, ne, bis das Blut spritzt, du. Aber sowas von. Bis das Blut aus dem Motorrad rauskommt. Ja? Geht zum Leben und Tod geht's hier. Echt? Alles ist erlaubt. Das haben wir aber vorher nicht abgesprochen, du. Nicht? Nee, da würde ich hier noch mehr ergeben, du. Komm, du rammst mich auch immer. Ja, in Need for Speed und so, da ist ja? das voll egal. Ach so, aber hier nicht. Nee. Das okay. ist MX vs. ATV Reflex, also voll kacke. Oh oh. Obwohl es geht. Waren neben der Strecke. Ja, habe ich vorhin auch. Da wird mir dann eine ganze Sekunde gleich abgezogen oder sowas. Ich bin hingefallen. Hatte auch. Ich auch. Im selben Moment voll auf die Nase. Das heißt, ich habe jetzt eventuell die Möglichkeit, dich einzuholen. Unter diesen Umständen, wenn er denn da hinfahren würde, wo er hinfahren soll. Also nee, du bist schon wieder ganz klar vorne. Das ist cool. Okay, ich lande wieder neben der Strecke. Tot. Umgefallen. Du bist tot. Ja nee, ist klar. Einfach mal hinlegen und totstellen. Ja, schade. Dachte, ich könnte die Strecke abkürzen, aber du. Einfach mal direkt zur Zielstrecke. Passt schon. Ja, wenn es sich doch so anbietet. Stattdessen muss ich hier über jeden Hucke wieder fahren. Also wirklich. Wenn sie die Strecke gerade gemacht hätten, wäre es einfacher. Richtig. Yay. Na. Bleib doch mal in der Mitte der Strecke, Kumpel. Ja, ich flieg ja auch. Ich glaube, jetzt holst du mich ein. Nee, ich habe noch 11 Sekunden, die ich nachholen muss. Und jetzt, na, geh da hoch. Geh da hoch, verdammt. Geh da hoch. Mein Motorrad zu wenig PS. Ich musste auch gerade. Ich habe mich auf die Nase gelegt und dann musste ich am Anfang so eines Berges da halt starten und dann muss ich extrem langsam da hochfahren. Dalto! Oh Gott! Okay, der hat nicht funktioniert. Definitiv nicht meine schönste Runde hier. Nicht? Nee. Komm, deine damalige Runde war auch einer der besten. Ich glaube, diese hier kann das noch ein bisschen toppen. Ich meine, fliegt nicht ganz so viel hin, aber ich mache mindestens so viel Scheiße. Okay, ich flieg so viel hin. Okay. Ja, also alles ist so, wie es sein muss. Das Spiel ist aber auch super. Man freut sich irgendwie jedes Mal, wenn man sich auf die Fresse Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir überhaupt keine Ahnung von dem Spiel an sich eigentlich haben. Nö. Aber das muss man ja auch nicht. Finish! Ich brauch, glaube ich, noch 3 Runden oder abseits so. Abseits der Strecke. Aber ich bin da schön bei ja, Bäm! Ey, das sah wirklich schön aus. Sollst du lügen? Wie ein Profi, ich flog gerade an und knallte mit dem Kopf zuerst in den Boden. So wie es sein sollte. Herrlich, wirklich. Ja. Hui. Ups, da bin ich fast wieder hingeflogen. Versuch dich gerade noch so ein bisschen hier zu finden auf der Strecke. Hui. Bäm. Beinbruch. Du sollst ins Ziel fahren. Ach so, sag das doch. Ich dachte, es geht darum, den maximalen Crashes hinzulegen. Also wirklich. Ja, das ist ein schönes Kissen. Geh da mal weg. Geh da. Kann ich keinen Rückwärtsgang machen? Meine Güte. Doch, wenn du auf dem Controller bist, ist A. A ist rückwärts. Ah, okay. Das muss einem ja mal jemand sagen hier.
So viel habe ich rausgefunden. Was das Motorrad alles aushält, du. Boah. Also wirklich. Hey, was, meine Zeit was, wird gar nicht angezeigt. Hast du es nicht ins Ziel geschafft? Ich habe es nicht ins Ziel geschafft, nee. Das Ziel war einfach zu weit für mich entfernt. Oh. Also wirklich. Nicht schlimm, wir machen gleich die nächste Runde. Oh, das sieht aber auch aus, wenn die sich echt auf die Nase legen. Oh yeah. So, nehmen wir mal jetzt den ATV. Okay, Moment. Muss ich den auch wechseln? Nee, ich glaube, ja, ne? Mache ich hier alles über die Streckenauswahl. Da wird es dann, glaube ich, gleich zugeordnet oder so. Gucken wir mal. Da mache ich jetzt nichts. Naja, jetzt hat er sich bei mir auch geändert. Dann schauen wir mal. Wird bestimmt lustig. Lustig. Ich verstehe aber auch immer noch nicht, wie man hier Tricks macht. Ja, irgendwie hängt es auch damit zusammen, ob du jetzt Gas gibst oder nicht. Okay. Und dann kannst du dich schneller drehen oder sowas. Ist ein bisschen komisch gemacht. Ja, aber jetzt nicht irgendwie so halt springen und dann, keine Ahnung. Ah, okay. Was? Superman Seat Grab und mit dem habe ich mich auf die Fresse gelegt. Oh, schön. War gut, dass er einem die Tricks auch ansagt. Ja, also wenn schon, dann schon. Hey, was ein Anblick hier. Gewöhn dich nicht dran. Gut. Dann leistest du nur noch meinen Staub. Als ob. Hier, geh weg. Das war so klar. Ja, geh weg hier, meine Güte. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin vor dir. Direkt hinter dir bin ich. Du kriegst mich nicht. Ich krieg dich. Nein, ich sehe deinen Helm eingeblendet. Oh Mann, das war das. Ich kann nicht mehr. Ich fahre nur noch gegen. Was ist denn wahr? Was war das denn? Schluck mein Staub, herrlich. Oder mein Helm. Ich kann nicht mehr. Schön. Ich hab Tränen in den Augen. Das ist unfair. Was war das? Trotzdem wirst du noch gewinnen, ich sehe ja schon kommen. Ja, du bist direkt vor mir. Ja, gleich sehe ich deinen Helm, du. Gleich sehe ich deinen Helm. Das war aber auch Reaktion. Oh, schon wieder. Nein, nein. No. Sorry, ich kann nicht mehr. Mit dem ist es vorbei. Ja, so wirklich. Ich war erst so mein Bester. Du kannst dich doch jetzt nicht von mir hier abziehen lassen. Sorry, ich kann kaum die Augen offen halten. Ach, da ist die falsche Richtung. Ich bin das. Die Seitendinger sind nicht mehr vorhanden, deswegen wusste ich nicht, wo es lang geht. Ich brauch Luft. Ach, Luft gibt's jetzt nicht. Mal schwer durchatmen hier. Ah, ist jedes Mal wieder ein Vergnügen, wenn du dieses Spiel hier spielst, ne? Dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn. Oh, yes. Mann. Ah. Ich hatte so gut eine Führung. Du hast so gut angefangen. Ja, und dann lasse ich immer wieder sehr stark nach, so wie immer. Kannst du mal im Ziel auf mich warten, ne? Ach, mach ich. Dann kriegst du wieder meinen Staub zu schlucken. Natürlich. Oh, kannst du nicht mal über so ein dämliches Seitenkissen fahren hier? Kannst du mal ausprobieren. Nee, es funktioniert bei mir nicht. Oh. Ich hab mich übrigens wieder gefangen. Sehr schön. Dann kann ich ja wieder an dich rankommen hier. Eventuell. Vielleicht. Ui, neben der Strecke, abseits der Strecke, hui. Hey, das hat dir eine Sekunde gebracht. Zwei. Yes. Yes. Nur noch 13, die ich aufholen muss. Yay, jetzt habe ich mich auf die Nase gelegt. Jetzt sind es ein paar mehr. Ja, und ich hüpfe hier von einem Hügel zum nächsten. Könnte noch ein bisschen dauern, bis ich da bin. Hui. Da ist es weg. Oh. Packst du es? Ich glaube an dich. Ich glaube nicht. Mach hier Tricks, Sick Tricks. Yay, was? Cordova und Super Ken. Damit hab ich mich auf die Nase gelegt. Oh. Der
jetzt hier auch noch angeben wollen. Okay. Das sieht eh keiner. Nochmal auf den Nas gelegt. Jetzt kommst du ran. Ja, fast. Ah. Ich habe hier versehentlich die Balance gehalten. Ja, jetzt rückwärts. Genau. Und jetzt wenden. Wenden, danke. Wenden. Hallo, abseits wenden. Der Strecke. Macht euch nicht sowas schon wieder. Niemand ist in so einem Spiel hier so untalentiert wie ich. Ach komm, ich mach mich aber auch nicht mit. Die ganzen Hügel lang hier, ne? Hüpft er hier von Hügel zu Hügel und dann beim vorletzten Hügel oder sowas legt er sich hin. Aus irgendeinem fatalen Grund. Okay. Das ist nicht nett. Nee, irgendwie nicht. Mach doch nicht sowas. Ja, aber da war so ein schönes Schild. Da musste ich einfach mal gegenfahren. Und jetzt hier wieder Tricks, Tricks, komm schon. Ach, Tricks. Was? Ich kann gar keine Tricks. Hop und Rock Solid. Okay. Ah ja. Wissen jetzt alle, ne, Experten über Motocross Bescheid. Ja, sie wissen treibe. Ganz klar, was du jetzt für komische Stunts da gemacht hast. Mit Beinen nach hinten ausgestreckt, einhändig mit Heimfinger am Gaspedal. Genau. Dabei noch ein Smiley gemalt. Ja, jetzt, nein, nein, was macht der denn? Ah, ich komme hier nicht mehr ins Ziel. Nicht? Nee. Indian Air. So bringe ich mich um. Was du alles kannst. Das ist, wenn er. Was ist das? LB, also nicht der Trigger, sondern der da drüber. Ah, wenn du den hältst und dann irgendwas mit dem linken Stick fuchtelst. Ich habe auch gerade einen Supercan noch gemacht und mich dabei hingelegt. Na? Gut, hätten wir das auch geschafft. Machen wir nicht noch die epische Ehrendritte Runde? Die epische Ehrendritte Runde kommt natürlich auch noch. Ja, also. Na, also wenn schon, dann schon. Aber das war ein Start, also. Ja, also ich hoffe, so ein Start kommt nicht normal. Barrel Roll muss man mir erstmal nachmachen. Oh yeah. Bar Hop. Ja. Aber nehmen wir doch mal MX Lite, auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Hey. Ist wahrscheinlich mit leichteren Motorrädern oder sowas. Vielleicht leichter einfach von. Hm. Ken. Okay, da streckt er die Beinchen nach links raus. Yippie, ja, ja, yippie, yay. Ja. Backflip. Der landet nicht. Oh, voll auf das Vorderrad. Ja, okay, gelandet. Okay. Jetzt hat er es auch mal hier vernünftig im Stunt hingelegt, auch wenn er hingefallen ist. Aber er hat's gemacht. 9 o'clock neck. Bitte dich hier, ne? Also, das sind die Wahnsinnstricks, mit denen ich einfach nur um mich schmeiße. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist oder wie schwer die sind. Ne? Wahrscheinlich ist ja alles schwer, aber naja. Für dich wahrscheinlich nur wildes Rumfuchteln für den rechten Stick oder so. Jetzt ist der hochgesprungen und hat mit dem Fuß den Lenker festgehalten. Also war, ne? Und ah, okay. ETF und dann wieder zurück. Ja, das kann ja was werden. Die Dame dürfen übrigens nicht überfahren. Schade. Okay. Yeah, ich fahr vor und hab dich nicht. Shit, ja, komm, erster Fail, super, bam, tot. Oh. Läuft jetzt super. Ich mache hier die awesome Tricks, also, ja. Ja, ich auch, abseits der Strecke. Keine Chance. Und wenn wir dann tatsächlich noch irgendwann hier den Schrott machen mit dem Publikum, mit der Jury und bla. Wenn sie die Herrschaften sehen wollen. Uns ganz verloren hier. Oh ja. Also es gibt da ein paar Modes, die man machen kann. Irgendwas noch mit Minispielen und so. Ja, irgend so ein Scheiß. Und mal gucken. Vielleicht. Wenn es langweilig ist oder sonst was. Oder wir nichts haben. Oder wir nichts haben. Weil ein Warcraft 3 will daher ja nicht. Aus gutem Grund. Ich habe meine Gründe. Ich habe mich auf den Nas gelegt. Ist das jetzt unbedingt ein Grund dafür? Da kommt er wieder ran. Ja, auch okay. In Warcraft 3 habe ich mich schon auf den Nas gelegt.
Na, dann ist ja gut. Tricks? Macht er nicht. Gemein. Huch. Da. Nein, 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 nein. War abseits der Strecke. Ja. Mein Typ lässt einfach mal mitten in der Luft hier sein Bike einfach mal los. Macht doch nicht sowas. Ja doch. Oh. Mitten im Stunt dann, ne? Muss er unbedingt landen. Wegen Schwerkraft und sowas. Warum und, macht er den Sinn? Ich hab keine Ahnung. Also und wirklich? Fällt da natürlich hin, weil er kein Gleichgewicht und sonst was hat. Das ist echt unglaublich. Gerade gesprungen und bin in dem Geländer gelandet und so Körper voran. Das sah aber auch nicht schön aus. Oh. Nee, also Stunts ist definitiv nichts für mich. Ist nichts nicht drin, nein? Nee, definitiv nicht. Darfst es aber auch nicht an jeder machen, ne? Muss schon eine gewisse Höhe haben. Nein. Damit wirklich? Das effektiv ist. Na, ich stell mir auch vor, dass du das hier bei diesen. Es gibt doch da hinten diese kleinen, wo du da hinter mir und hintereinander fährst. Da versuchst du Tricks zu machen. Kenn ich doch. Hatte ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Okay. Wenn ich mir nicht irre. Kommst du übrigens wieder ran, weil ich mich gerade die ganze Zeit auf die Nase hole. Nur noch 5 Sekunden, verdammt! Da ist er wieder dran! Nein! Das musst du ändern! Das musst du ändern! Ich kann dich sehen, da ist was verkehrt! Ich brauche eine bessere Grafikkarte, das kann nicht sein! Ah. Oh, du hast dich auf die Nase gelegt. Das sind nicht mehr 4 Sekunden, sondern. Nee, ich habe mir nicht auf die Nase gelegt. Das waren die Hügel. Oh. Macht da die Hügel dafür verantwortlich? Ja, ja, die Hügel. Die bösen, bösen, diabolischen Hügel des Ultratodes. Jetzt sind es schon 10. Oh, ich habe mir nicht einmal auf die Fresse gelegt. Ich auch. Jetzt habe ich mich auf die Fresse gelegt. Ich mich auch. Einfach weil. Hatte ich versucht einen Stunt. Und ja, jetzt hat mich. Das Publikum durch das Gitter an sich rangerissen und mich vom Bike geschmissen hier. Hä? Nein, eigentlich bin ich nur mitten auf die Wand zugefahren. Ach so. Aber das will ich natürlich nicht so sagen, weil das andere klingt viel cooler. Publikum gelandet. Doch, die Menschen, die da saßen, haben gerade mein Bike in die Fresse gekriegt. Hey, ich hab dich auf der anderen Seite gesehen. Ja, ich fahr wieder abseits der Strecke. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, also ich glaube nicht, dass mein Charakter das Rennen überleben würde in der Wirklichkeit. Und mit einem Backflip. Bam! Ziel! Durch das Schild, das keine Kollisionsabfrage hat. Oh. Sowas. Ich bin auch bald da, wenn ich nicht hinterrücks vom Motorrad wieder runterfalle. Ah. Mal gut, dass ich kein Motocross-Profi bla bin. Lande auf mir! Nee. Das war schön nicht drin. Aus. Es sah wirklich schön aus, wie du mir entgegengeflogen kamst. Einfach auf die Fresse geflogen bist. Ein schönes Spiel. Ja, definitiv. Was Spaß für zwischendurch mal. Oh ja. Ja, Nahaufnahme vom Motorrad, wie es sich durch die Gegend bewegt. Super. Was will man mehr? Nun gut. Da hätten wir das ja jetzt irgendwie erreicht hier, was wir erreichen wollten. Haben wir es? Haben wir es. Können wir uns hier nochmal versammeln? Hey, Moment. Wo bist du denn? Da. Bist du da auf deinem Hügel des Todes? Genau. Ja, halt doch mal an. So. Ah, halt an. Ich komm dir entgegen. Ich krieg dich. Ja, da ist er hingefallen. Einfach mal runtergefallen. Hey? Hab ich ganz genau gesehen, du. Das hab ich irgendwas ganz lebt genau. Hier. Ja, das ist, weil ich halt grundsätzlich ein Event auswählen musste. Ach so. So, fahr doch mal wieder rückwärts! Fahr doch mal wieder rückwärts! Wo bist du denn jetzt hin? Auf irgendeinen Hügel. Ich versuche hier in der Mitte hinzukommen. Ah! Rückwärts! Jetzt fahr ich wieder runter! Nein, jetzt fahr ich wieder runter! Oh Mann. Keine Bremse!
Doch, es gibt eine Bremse, da haben wir sie doch. So, komm mal ein bisschen ran hier. Noch ein Stück. Muss er wieder ausparken. Das ist ja nicht im Bild. Ja, Moment. So, perfekt, perfekt. So, dann sehen wir uns dann beim nächsten Let's Battle oder was auch immer. Ne? Hast du noch irgendwas zu sagen? Aus! Was ist das für ein verrückter Tanz, den wir hier aufführen? Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Workout. Absolut. Okay. Gott, okay. So. Haben wir also, das auch tatsächlich. Haben wir es geschafft, Gott sei Dank. So was aber auch. Also, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Oder kann ich jetzt hier einfach auf Aufnahmestopp drücken? Ich glaube, wir können das so. Ich glaube beenden. Auch. Also dann, bis dann. Wiedersehen.